Volkshaus Kindberg, Wiener Sängerknaben. Es ist dir gelungen, die Wiener Sängerknaben nach Kindberg zu bringen. Halbzeit. Ja, gefreut mich, dass ich jetzt einmal sagen darf, dass es heute eigentlich nur Gründe gibt zum Freuen, dass wir mit den Wiener Sängerknaben einmal heute echte Weltstars auf unserer Bühne haben, dass wir ein tolles Publikum haben und dass wir ein ausverkauftes Volkshaus haben. Und dass ich den jungen Herren, was da oben sind, alles Gute wünschen darf für eine Welttournee, dass sie da in Kindberg starten. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin ja selber auch in der Musik tätig und auch als Chorleiter. Und ich kann nur sagen, das ist eine unglaublich harte Arbeit, bis man zu so einem Ergebnis kommt. Und es waren durchaus Stücke dabei, die kann man wirklich in die ganz obere Kategorie geben. Also wirklich sehr, sehr schwere Literatur. Wirklich Hut ab. Ja, also es ist eine Freude, den jungen Burschen zuzuschauen, wie sie sich von Lied zu Lied steigern und mit einer Euphorie singen und mit welcher Professionalität der Chor geleitet wird und der Chorleiter auch sein großes Herzblut reinlegt. Also man kann ihnen nur wünschen für die Zukunft, dass es so weitergeht. Heute ausverkauft, aber das Beste ist ja, die Sängergaben endlich in Wien, ich war lang Kulturreferent und habe da die Sängergaben eigentlich nie nach Kindberg gebracht. Jetzt ist es endlich gelungen als Bürgermeister, bin stolz, aber auch sehr, sehr begeistert. Wir haben ja Halbzeit und ich muss sagen, ich bin musikalisch wirklich hin und weg, das habe ich so wie selten gesehen. Einerseits die Disziplin, was die jungen Menschen schon zusammenbringen, die Synkopen und das, was da passiert auf der Bühne, ist unwahrscheinlich. Ich bin restlos begeistert. Wir sind heute in Neuberg zu Gast beim Herrn Bürgermeister Peter Tautscher. Zwei Feiern an einem Tag, Herr Bürgermeister. Ich bin wirklich ganz stolz. In meiner neunjährigen Tätigkeit als Bürgermeister ist das heute einer meiner größten und schönsten Tage. Ich habe schon viele schöne Tage gehabt, auch was Gemeinde anbelangt. Aber heute ist das wirklich ganz was Besonderes. Zwei Einweihungen auf einmal, und zwar das neue Gemeindeamt. Wir haben ja schon einen Tag der offenen Tür gehabt, aber heute ist offiziell eine Einweihung, wird gesegnet vom Pfarrer Dr. Darius Roth. Und neben dem Gemeindeamt das neue Bergrettungsheim für die Bergrettung Ortsstelle Neuberg. Das ist wirklich ein Höhepunkt und ich bin wirklich stolz, dass uns das gelungen ist. Wir haben jetzt wirklich den Hauptplatz wirklich saniert, der ist wirklich ist herzeigbar. Und wir sind jetzt alle Mitarbeiter im Gemeindeamt, sitzen alle im Gemeindeamt. Ist ein tolles Arbeiten und da kann ich wirklich nur stolz sein auf alle, die was da beteiligt waren. Es ist ein gelungenes Bauwerk. Das Gemeindeamt ist ja da 60 Jahre alt und nach langen Überlegungen haben wir gesagt, wir sanieren das. Und wir haben wirklich einen tollen Architekten gehabt, den Diplom-Ingenieur Rath. Der hat uns da wirklich gut beraten und wir haben jetzt wirklich ein modernes, kundenfreundliches Gemeindeamt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich Freude haben, in der Früh schon uns arbeiten gegangen und die Leute haben auch Freude und zu uns kommen. Sie sagen alle, das ist wirklich gelungen. Und mit der Bergrettung ist auch eine lange Idee schon von mir gewesen, weil die haben noch kein eigenes Heim gehabt und da haben wir schon lange gesucht. Und das hat sich dann so ergeben, das alte Rüsthaus, wo es damals Wohnungen rein ist, zu teuer. Dann habe ich mir gedacht, da ist mir Gott sei Dank die Idee gekommen, für die Bergrettung war das passend und das wird heute auch eröffnet. Die Bergrettung hat wirklich eine Freude und haben einen Platz, wo sie sich wirklich verdienen. Und das freut mich als Bürgermeister und ich wünsche der Bergrettung und allen einen schönen Tag für heute und in Neuberg bewegt sich was. Alexander Adacker, Chef der Bergrettung Neuberg. Heute ein ganz besonderer Tag für euch. Ja, wir haben ein neues Bergrettungsheim zur Einweihung heute. Wir sind am 1. September übersiedelt und wir haben jetzt eine Räumlichkeit, wo wir die Mannschaft toll unterbringen können, wo wir unser Auto, das was wir vor ein paar Jahren angeschafft haben, klasse einstellen können mit unseren Einsatzhängern und eine Einsatzleitung, das was in der Zukunft auch immer wichtiger wird.
wo wir agieren können, arbeiten können, wo es eine Räumlichkeit hat, die was jetzt zum heutigen Stand der Technik, der Zeit passend ist. Herr Attacker, wie viele Einsätze habt ihr so im Jahr? Naja, es ist schwierig zu sagen. Wir sind so zwischen 10 und 20 Einsätzen. Heuer war es zum Glück sehr ruhig. Heute ein großer Tag, Neuberg für die Bergrettung, aber du bist ja nicht nur für andere Dinge, für die Bergrettung zuständig, sondern auch für vieles andere. Was gibt es da Neues? Ja, erstens einmal muss man sagen, danke an die Bergrettung da im Naturpark. Das ist für uns einfach eine ganz wichtige Stütze und wir freuen uns ganz besonders, dass die Bergrettung Neuberg jetzt eine entsprechende Unterkunft hat, alles lagern kann, Einsätze entsprechend koordinieren kann und gleich daneben ist Naturparkbüro, das passt natürlich perfekt zusammen. Ja, und passt uns auch ganz gut ins Konzept, weil wir mit dem ganzen Wandern, mit dem Radfahren, Mountainbiken, natürlich ein Thema betreuen, das leider unter Anführungszeichen auch die Bergrettung betrifft. Wir hoffen zwar, dass wir es nicht allzu oft brauchen, aber jetzt haben sie ein super Heim und jetzt können sie natürlich perfekt ausrücken. Es ist ein wunderschöner Tag für eine Gemeinde wie Neuberg. Zwei Eröffnungen, zwei Segnungen, das Gemeindeamt, das Generalsanierte und die wunderbar gelungene Bergrettungsdienststelle. Ein wirklich schöner Tag für eine Gemeinde wie Neuberg. Ja, das ist sicherlich ein großer Feiertag für die Gemeinde heute. Ein neues Gemeindehaus, das dringendst renovierungsbedürftig war und natürlich auch ein neues Heim für die verdienten Bergretter in dieser Region, denen ich wirklich mehr als Dankeschön sagen möchte. Ich weiß, was Bergrettungsleute heute leisten müssen, oft auch unvernünftige Leute vom Berg zu holen. Aber ich freue mich natürlich auch, dass für die Gemeindebürger von Neuberg und von dieser schönen, großen Gemeinde jetzt auch ein schönes Gemeindeamt, das verdienen sich nicht nur die Mitarbeiter hier, dass sowas gebaut wurde, sondern es soll ja auch für jeden einladend sein, seine Sorgen, seine Anliegen hier niederzutragen und herzubringen und dann hoffentlich, dass auch gut erledigt werden. Und ich wünsche dem Bürgermeister wirklich alles erdenklich Gute für die Zukunft.